Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie des DSC Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel. Herzlich willkommen auch an die beiden Trainer, Tim Walter und Uwe Neuhaus. Bitte Herrn Walter um seinen Kommentar. Hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch, Uwe, für heute, für das Ergebnis. Aber ich glaube, auch seit du da bist, hast du Bielefeld wiederbelebt. Und die haben auch eine richtig gute Rückrunde gespielt. Und da zoll ich einfach ein großes Lob. Und das hat man dann auch heute gesehen, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist. Ich glaube, zum Spiel gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, vor allem nicht von unserer Seite. Das war in der ersten Halbzeit noch okay, aber in der zweiten Halbzeit war es einfach weniger gut, sage ich einfach. Aber für uns ist einfach im Vordergrund, wie wir die ganze Runde bestritten haben, mit welchem Elan, mit welcher Freude wir Fußball gespielt haben. Und das wollten wir eigentlich heute nochmal demonstrieren, aber das ist uns heute leider nicht gelungen. Trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich über die Leistung meiner Mannschaft über die ganze Saison. Ich denke, dass es sehr großes Herz gezeigt hat, sehr großen Charakter, immer wieder versucht hat, mutig Fußball zu spielen. Und das war unser Anliegen, das wollten wir. Wir waren lange oben dabei. Die Jungs haben sich grandios entwickelt. Und ja, da bin ich sehr stolz drauf. Und dafür möchte ich mich auch hier an dieser Stelle nochmal bedanken. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag. Danke. Vielen Dank, Herr Walter. Uwe, dein Kommentar bitte. Ja, erstmal schönen Dank für die Glückwünsche. Die nehme ich auch so an. Ich glaube, das ist auch entspricht der Wahrheit. Und wenn man die Rückrundentabelle liest, auf Platz 2 abgeschlossen, das macht einen schon ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Symptomatisch heute auch dieses Spiel, wo wir am Anfang wir hatten am Anfang schon einige Schwierigkeiten, spielstarke Kieler von unserem Tor wegzuhalten. Das ist uns nicht immer gut gelungen. Wir haben uns aber reingekämpft, reingebissen, haben auch bis zum Ende der ersten Halbzeit ein Gleichgewicht wieder hergestellt, hatten auch einige Möglichkeiten, genauso wie Kiel. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir das Heft absolut in die Hand genommen. Wollten vielleicht den Sieg mehr, das hatten wir uns unbedingt vorgenommen, wollten die Zuschauer nochmal mit 3 Punkten nach Hause schicken, eine tolle Sommerpause zu verbringen mit viel Glücksgefühlen und das ist uns, denke ich, auch gelungen. Einwechsler Joe Klaus, Kompliment zu dieser Leistung, kommt rein, macht sofort Alarm, macht das entscheidende Tor, so wünscht man sich das immer, das geht leider nicht so, aber war schon eine deutliche Belebung dann auch für unser Spiel. Ja, ich möchte mich auch bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, die mit uns gefiebert haben, die uns unterstützt haben, angefeuert haben, die uns auf den Auswärtsspielen begleitet haben. Es war schon ein tolles halbes Jahr und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle gesund nach der Sommerpause wiedersehen. Nicht zu vergessen noch auch Glückwünsche an Kiel, muss man auch sagen. Bärenstarke Saison. Und den Spaß, den Tim auch gerade gesagt hat, den kann man wirklich sehen und es ist immer unangenehm, gegen Kiel zu spielen. Es macht einfach Spaß, wenn man solche Fußballer in den Reihen hat, wenn man denen zusehen kann und sich mit solchen Mannschaften zu messen, ist richtig schön. Schönen Dank. Vielen Dank, Uwe. Darf ich noch eins kurz erwähnen? Ja? Ich muss noch unsere Zuschauer erwähnen, die heute wirklich mit 2000 Mann hierher gekommen sind, um uns zu verabschieden. Die haben uns die ganze Saison ganz, ganz toll unterstützt und dafür natürlich auch ein großes Kompliment und einen großen Dank dafür. Das habe ich vergessen, tut mir leid. Danke. Ja, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann reichen wir ein Mikrofon. Jens Brinkmeier vom Westfalenblatt. Ja, Herr Neuhaus, Sie hatten schon 2 Tage vor dem Spiel gesagt, Platz 2 in der Rückrundentabelle, damit erarbeitet man sich den Respekt der anderen Teams, aber weckt auch Begehrlichkeiten. Wenn Sie jetzt nochmal vorausschauen auf die neue Saison, was bedeutet Ihnen persönlich der 2. Platz der Rückrundentabelle und was kann man daraus vielleicht ableiten oder auch nicht ableiten für die kommende Saison? Ich befürchte gar nichts. Nein, wir werden dieses halbe Jahr werden wir natürlich heute gemeinsam genießen und auch ein bisschen feiern. Und wenn wir uns dann am ersten Tag wieder treffen, am 20. Juni, dann können wir uns das schon nichts mehr verkaufen. Das ist leider so. Ich glaube, wir können darauf aufbauen und wenn wir uns daran erinnern, wie wir da hingekommen sind mit guter, ehrlicher, harter Arbeit, dann kann es schon ein Stück weit helfen,
Aber eine Garantie gibt es eigentlich für gar nichts. Leider. Nur Erfolge. So, haben wir noch eine weitere Frage? Sonst noch eine Info, dass wir in der Schüko Arena in dieser Saison mit einem Zuschauerschnitt von 19.127 erneut einen neuen Zuschauerrekord hier in unserem schönen Stadion aufgestellt haben. Vielen Dank auch dafür an alle, die uns unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen in der spielfreien Zeit alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und denken Sie dran, nur der DSC. Danke.